Kann man für eine Fußballmannschaft beten? Tja, das ist jetzt nicht so einfach. Ich erinnere mich da an Don Camillo und Pepone. Und Don Camillo hat ein Fußballspiel zu veranstalten gegen Pepone und geht dann nachher zu Christus am Kreuz, weil er darüber zornig ist, dass seine Mannschaft gegen die kommunistische Mannschaft verloren hat. Und Christus sagt, was soll ich tun, Don Camillo? 22 Beine gegen 22 Beine. Also wir sollten den lieben Gott jetzt nicht für nationale Interessen oder Vereinsinteressen vereinnahmen. Natürlich kann man dafür beten, dass die Spieler ihren Job gut tun, dass sie ihre Fähigkeiten ausspielen, dass sie ganz dabei sind, dass sie mit Leidenschaft dabei sind, dass sie sozusagen ihre Pflicht auf dem Rasen tun. Also es schadet nichts, auch für die Jungs jetzt in Russland zu beten.